Am Wort nun Michael Bernhard, er ist Umweltsprecher der NEOS. Der Abgeordnete ist am Wort, Michael Bernhard, bitte. Werte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher, es tut mir leid, dass Sie die Wortmeldung des Abgeordneten Hauser ertragen mussten. Ich geniere mich für solche in diesem Haus. Möchte jetzt zurückgehen zu dem Thema, das wir jetzt gerade diskutieren, nämlich die Frage des Umweltbudgets. Beim Umweltbudget habe ich ein ganz grundsätzliches Thema. Das grundsätzliche Thema beim Umweltbudget ist folgendes, die Frage der Ehrlichkeit. Ich habe eine Anfrage gehabt bei der Diskussion zum Budget 2017, damals noch an den Minister Rupprechter, wo meine konkrete Nachfrage war, welche Maßnahmen finden sich im Umweltbudget für Klimaschutzmaßnahmen? Da gab es eine schriftliche Beantwortung dahingehend, dass er von einem eigenen Paket in der Höhe von 100 Millionen Euro gesprochen hat für das Jahr 2017, um zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen zu treffen. Das ist alles nachweisbar und auffindbar und protokolliert. In der Nachbetrachtung des Jahres 2017 ist kein einziger Euro der damals angekündigten 100 Millionen Euro Klimaschutzmaßnahmen tatsächlich geflossen. Es ist nichts geflossen in Österreich, es ist auch nichts tatsächlich real zusätzlich geflossen für den sogenannten Green Climate Fund, also wo entwickelte Staaten anderen Staaten eine zusätzliche Unterstützung gewähren, um im eigenen Land Maßnahmen zu treffen. Jetzt ist das Thema für mich aus dem Jahr 2017 noch immer aufrecht. Der damalige Bundesminister hat mich schlichtweg angelogen. Jetzt mit dieser Prämisse habe ich neue Fragen gestellt an die neue Umweltministerin, an die neue Nachhaltigkeitsministerin. Diese hat eine elegantere Form gewählt. Sie hat mir einfach nicht geantwortet. Man hat mich also nicht angelogen, man hat einfach meine Fragen nicht rechtzeitig beantwortet. Es gehört zu den Gepflogenheiten im Nationalrat, dass die Anfragen, die das Budget betreffen, auch vor der Budgetdebatte beantwortet werden. Also schlicht jene Fragen, die mich interessiert haben, sind bis heute nicht beantwortet. Wenn man sich anschaut, wie sich das Umweltbudget in den nächsten Jahren entwickelt, es stagniert, es bleibt stabil, auch wenn man weiß, dass es deutlichen Bedarf gäbe, in bestimmten Bereichen, allen voran den Klimaschutz, zusätzlich zu investieren. Was auffallend ist, ist 2018 und 2019 ein relativ stabiles Budget, ab 2020 ein sinkendes, das ist teilweise auf die Siedlungswasser sozusagen Bewirtschaftung zurückzuführen und die Förderung, aber es geht darüber hinaus und geht auch hinein in den klassischen Bereich der Umweltförderung, in den klassischen Bereich des Klimaschutzes. Die Fragen, die ich hier gestellt habe, sind ja wie gesagt leider nicht beantwortet worden. Man kann aus dem vorliegenden Budget ableiten, dass es in Zukunft weniger für die Natur, weniger für die Artenvielfalt, weniger für die Umwelt und weniger für das Leben am Land geben wird. In welchem Ausmaß kann ich leider nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir Chancen verpassen. Es hat gerade passenderweise heute eine Presseaussendung gegeben von Statistik Austria, wo wir stehen in der Umweltwirtschaft. Und das ist sehr spannend, damit man sich hier auch ein paar Zahlen vergegenwärtigen kann. Wir hatten im Jahr 2016, das ist jetzt gerade der Abschluss gewesen, einen Umsatz von 34,2 Milliarden Euro. Wir hatten Angestellte und Arbeiterinnen und Arbeiter in diesem Bereich von 183.071 im Jahr 2016. Das ist im Übrigen noch ohne den öffentlichen Verkehr, weil der ist anders gerechnet. Und wir hatten eine Bruttowertschöpfung von 13,3 Milliarden Euro. Das heißt, das ist ein Wirtschaftsbereich, der für Österreich tatsächlich auch eine Relevanz hat. Der lebt sehr stark von der Innovation. Das erkennt man auch daran, dass die Forschungsquote mehr als doppelt so hoch ist als im restlichen Wirtschaftsbereich. Die liegt nämlich bei 6,5% jährlich. Das heißt, Unternehmen, denen es gut geht, die expandieren können, die auch in einem innovativen Land sich befinden, die forschen, das stärkt den Standort enorm und bringt viele Vorteile für die Zukunft. All das passiert nicht wegen der Nachhaltigkeitspolitik dieser Regierung und auch nicht der letzten, sondern es passiert trotz der Nachhaltigkeitspolitik der letzten Regierungen. Und jetzt würde ich die Frage in den Raum stellen, also auch abschließend, was könnten wir aus unserem Land herausholen, wenn wir eine ordentliche Nachhaltigkeitspolitik und keine Besitzstandswarepolitik vorantreiben würden? Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Kein einziger Euro an Klimaschutzmaßnahmen sei im vergangenen Jahr geflossen, kritisiert Michael Bernhard von den NEOS. Er fühle sich vom damaligen Umweltminister belogen. Seine Anfragen an die jetzige Umweltministerin seien erst gar nicht beantwortet worden.